تمام، شكرا عبيدة، مساء الخير جميعا. وكثير هيك نحن نكون مبسوطين لما نجتمع مرة ثانية. صح يوم أحد الجو كثير شوب عواصف حسب ما قال عبيدة بالنودر عين، بس دائما يعني كثير مفيدة جمعتنا، ودائما نحكي على الكارديولوجي وهالتيمين دائما. اليوم عندنا حنقول محاضرة كثير كثير، يعني أنا بزولش بعرفه كثير منيح، وبصراحة يعني جيفن لأن طارق بكفاني هو أوبر أرس الكارديولوجي بأونيفرسيتي كلينيكوم ماجدبورغ. طارق هو الليتر للهيرث انسوفيسينس كارديومي وباتيش بريشتوندي. طارق اكسبيرت بهالفيلد بالهيرث انسوفيسينس، هات فيه بوبليتسيت، ومكسب انه يكون معنا اليوم. واليوم حيحكي لنا على الهيف بيف. طارق الكلمه معك، تفضل. مساء الخير جميعا، شكرا عمر للتعريف. ارتفعت حرارتي اكثر بهالشوب يا رجل، خجلتنا. شكرا كثير للطفك ولكلماتك. شكرا للجميع الموجودين، بالرغم بالفعل من الجو المشوب. راح احاول انه نحن مجموعه مو كثير كبيره، ممكن حتى يعني الشباب اللي قاعد بيديروا الجلسه ممكن حدا بيرفع الايده وكذا، انه نقدر نجاوب على الاسئله، اقدر اجاوب على الاسئله خلال المحاضره اذا بتحبوا. راح بلش المحاضره بحاله سريريه. هلا حالي انه غالبا بتجي على المشافي بنشوفها كلنا. اختن زش، راح احاول احكي عربي والماني، غالبا ممكن يطلع الماني اكثر. أختن ذا شيرك باتسيانتن ذات سيركا زكس موناتا سوني من دي بلاستونج اسمي اكتوال نو هات غاي بلاستونج اسمي نو هات غاي كاينا بيكت انجنوزم بشبيرن كاينا انجينا فو اكرانكونج ازو ادي بوزيتاز مت بي ام اي 33 ديابيتس مليتوس ارتريال هيباتوني كونيشن يان انسوفيسيانس اندكلينشن اونتازوكونج لايشت سباين اوديم بايت زايتس kein Halsfeenstau. Die Befunde zeigten also im EKG normal, normales, im Prinzip normale Befund, also normfrequentes normaler Lagertub, BQ, QRS, QT-Zeiten unauffällig, keine pathologische ST-Streckenveränderung. Im Labor war das NT-Probe-NB leicht erhöht, also oft in unserem Labor zum Beispiel zeigt das als ganz normal. Die Grenze für Herzinsuffizienzpatienten in der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie Leitlinien ist es 125 Picogramm pro Milliliter, wenn man Sinusrhythmus hat. Dann haben wir Echo gemacht, DTE, erhaltene Pumpfunktion 53%, keine Wandbewegungsstörung, keine signifikante Klappenvizien. Die Vena Cava ist noch normal, atemvariabel, kein Perikarderguss. Das ist jetzt die Frage. Ja, wir glauben, dass dieser Patienten Herzinsuffizienz haben kann, obwohl sie ganz normale Pumpfunktion hat. Ist das möglich? Also das ist tatsächlich oft der Fall. Also bei uns kommt manchmal jemand und sagt, das Herz ist normal, ist alles soweit gut, ist es nur Luftnot, wie können wir das erklären? Da ich jetzt keine Fragen vorbereitet habe zum Luftosuit, ja, zum Zustimmung, dann ich gebe den Antwort selbst. Also, die Patienten haben meistens eine erhaltene Pumpfunktion mit Symptomatik, Dyspnoe und leichtes Beinödem und Comorbidity. غالبا هذول المرضى عندهم هيرث انسوفيسينس. طبعا المعلومات اللي معروضه هون معلومات قليله غير كافي لنقول انه المريض او المريضه عندهم هيرث انسوفيسينس. واثناء العرض المحاضره راح اتطرق لموضوع التشخيص، كيف ممكن نعمل تشخيص الهيف بيف بشكل دقيق. هاي الصور بتعرفوها كلكم بالإشو، يعني الواحد يقول هيف بيف لازم يقيس السبتوم الدكا او الاكستيريور باند، لازم يشوف الايتس ويشتريش يعني المترايك لابن اينفلوس هي الويف. الويف هاي يعني بين الاي والآ، اذا واحد شافها بتدل على شبيغر دي السولشا فونكسيون ستورونج. الاي شتريش از از ويشتش زو ميسن ام دي دياجنوز هيف بيف فيستوشتيلن ام دي الآ فولومن. Okay, das ist nur ein Überblick. HIFBIF und Risikofaktoren. Also wie die Patienten, die wir vorhin gesehen haben, wenn jemand sieht, dass jemand adipos ist, dass arterielle Hypertonie vorhanden ist, Diabetes mellitus, chronische Niereninsuffizienz, man sollte schon direkt eigentlich denken, das könnte schon HIFBIF sein, wenn jemand mit Luftnot zu uns kommt.
Das ist tatsächlich so, dass HFpEF mit hohem Alter verbunden ist. Weibliches Geschlecht ist ein Risikofaktor, Adipositas, metabolisches Syndrom und viele Komorbiditäten. Komorbiditäten sind ein sehr wichtiger Teil bei Patienten mit Herzinsuffizienz, insbesondere mit HFpEF. Wir sehen chronische Niereninsuffizienz, arterielle Hypertonie, Vorhofflimmern, Davids mellitus, Adipositas nochmal, pulmonale Erkrankung, pulmonale Hypertonie und Schlafapnoe. Also die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Eisenmangel, Sarkopenie, man kann noch viel dazu zählen. Und es ist tatsächlich so, hier ist eine Beobachtungsstudie, Biostat chronische Herzinsuffizienz, das ist eine europäische Studie, circa 3.500 Patienten wurden eingeschlossen. Und man hat verglichen die Komorbiditäten zwischen HFrEF in grün, HFmrEF in orange und HFpEF in blau. Und man hat festgestellt, dass die Komorbiditäten bei HFpEF ist immer am höchsten ist, also von der Prävalenz her. Ob das Diabetes oder Schilddrüsenfehlfunktion oder Schlaganfall, COPD, chronische Niereninsuffizienz, Anämie, Übergewicht, BAVK. Also die Komorbiditäten sind sehr, sehr häufig bei diesen Patienten. Und Patienten mit HFpEF sterben im Vergleich zu Patienten mit HFrEF häufiger an nicht kardiovaskulären Ursachen. Also wenn wir hier vergleichen, das ist HFrEF, das ist HFpEF, Frauen, Männer, wir sehen hier, dass bei den HFrEF-Patienten, bei den Frauen zum Beispiel, 30% der Patienten sterben an Herzerkrankungen, beziehungsweise 70% kardiovaskulärer Tode. Ja, also 70, also okay, hier zählen wir dann KHK, Schlaganfall, also 70% kardiovaskulärer Tode. Wenn wir hier gucken, bei den Frauen sind nun 49%, bei den Männern circa 40%. Also die kardiovaskulären Ursachen sind häufig als Todesursache bei Patienten mit HFrEF. Das ist nicht der Fall bei Patienten mit HFpEF. Wenn wir kurz zur Pathophysiologie gehen und gucken, was ist genau, was ist das Problem hier. Die Komorbidität nochmal erscheint hier, das ist einer der Hauptprobleme. Adipositas, Diabetes, Hypertension, das führt zu systematischer Inflammation. Das ist auch dann letztendlich, also Low-Grade-Inflammation. Das heißt, es ist nicht wie bei Rheumatoider Arthritis zum Beispiel, wo CRP vielleicht bei 100 ist oder 70 oder 80. Das ist manchmal, wenn man hochsensibel CRP misst, das sind 3, 4, 5. Aber diese Inflammation ist dauerhaft da. Das führt auch dazu, dass mehrere Organe betroffen werden. Das ist zum Beispiel hier das Herz oder Muskel oder Lunge oder Niere. Wenn wir das Herz hier als Beispiel sehen, wir sehen, dass letztendlich gibt es mindestens zwei Veränderungen. Das führt zu hypertropher Kardiomyopathie, also die Zelle wird hypertrophiert, aber auch zusätzlich wird die Veränderung führen, dass die Patienten Kollagenablagerung haben. Und das Cancer führt dann zu Hypertrophie. Also Inflammation und Komorbiditäten spielen eine sehr wichtige Rolle. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wenn man hört, okay, Adipositas, Komorbiditäten, Luftnot, Beinödem. Man sollte zumindest daran denken, dass es vielleicht doch HFpEF ist oder sein kann. Die Prävalenz ist es sehr häufig von Herzinsuffizienz insgesamt. Das sind hier circa 4% von der Bevölkerung, also von der 80 Millionen Leute, die hier wohnen und leben, sind 4%, die Herzinsuffizienz haben. Und wir wissen, dass mindestens die Hälfte davon haben HFpEF. Also sehr hohe Prävalenz. Und wenn wir kurz zu Hämodynamik bzw. zur Pathophysiologie gehen, also warum haben diese Probleme, die noch erhaltene Pumpfunktion haben, warum haben sie Luftnot? Okay, hier ist es, wenn wir gucken, Volumen und Füllungsdrücke. Ein normales Herz kann mit Volumen gut umgehen. Also, wenn jemand bei der Belastung zum Beispiel Zunahme an Volumen bekommt, steigt der Druck bei einem normalen Herz nur minimal. Also der Füllungsdruck des linken Ventrikels steigt nur minimal. Aber wenn wir hier HFpEF-Patienten sehen, die gleiche Menge vom Volumenanstieg führt zu sehr starkem Anstieg der Füllungsdrücke. Und diese Erhöhung in der Füllungsdrücke, die wir hier sehen, führt letztendlich dazu, dass die Patienten Luftnot bekommen. Hier ist noch eine Arbeit von 2010, Circulation Heart Failure. Das ist einer der großen Experten in HFpEF,
Borlaug in Mayo Clinic. Er hat gesehen, okay, Patienten, also HFpEF-Patienten und Kontrollgruppe. Wenn wir hier Belastungsuntersuchungen machen, wir sehen, dass die Patienten haben hier Fahrraduntersuchung, ich denke, das war Fahrraduntersuchung. Nach der ersten Minute sogar, wenn sie gerade starten, steigt der Füllungsdruck, also pulmonary capillary wedge pressure, ja, die Drücke hier in der Pulmonal, also der kapillare Druck, ja, steigt disproportional, das heißt, steigt richtig signifikant, also statistisch signifikant höher bei Patienten, die HFpEF haben, verglichen zu der Kontrollgruppe, und das ist vom Anfang an. Also in der Ruhe ist gleich, bei der Belastung großer Unterschied, und das nimmt auch zu. Patienten mit HFpEF haben auch zusätzlich reduzierte lysotrope und inotrope Reserve bei höheren Herzfrequenzen. Also lysotrope heißt die Fähigkeit des Herzmuskels, sich zu entspannen. Also die Diastole im Prinzip. Die inotrope, ich denke, es ist häufig, also es ist bekannt bei uns allen. Wenn wir hier auch ein Beispiel schauen, bei invasiver Druckvolumenschleifen, also das ist, was man in der Physiologie im Studium schon gelernt hat, was wir alle gelernt haben und vielleicht vergessen haben, das ist hier Volumen und hier Drücke, das ist ein normales Herz. Wir sehen, dass in der Ruhe so Schlagvolumen hier wurde präsentiert. Bei der Belastung, wenn jemand was macht, Joggen geht, was auch immer, Sportaktivitäten, das Schlagvolumen nimmt zu bei einem normalen Herz und die Füllungsdrücke hier steigen nicht an. Bei HFpEF-Patienten ist es so, dass der Schlagvolumen sogar nimmt ab. Das ist sehr verdecktes Herz, also es ist ein dickes Herz, viel Muskel, aber steif. Das ist das Problem bei HFpEF-Patienten. Es ist ein steifes, dickes Herz, das nicht mit Volumen gut umgehen kann. Die Füllungsdrücke steigen dadurch und so weiter. Das mache ich nach und nach. Also bei der Belastung bei HFpEF Abnahme, also Abnahme statt Zunahme des Schlagvolumens, und die Füllungsdrücke sind vom Anfang an hoch und oft dann steigen sie sogar bei der Belastung noch weiterhin an. Die chronotrope Inkompetenz ist auch ein weiteres Problem bei diesen Patienten. Das heißt, sie können mit der Herzfrequenz nicht steigen. Das sehen wir oft, wenn jemand an der Spiroergometrie sitzt und HFpEF hat und dann Beta-Blocker oft auch drin hat, dass die Herzfrequenzkurve steigt nicht an. Also die Belastung geht weiter, aber die Frequenz steigt nicht an. Und das heißt, die Patienten dann haben auch dadurch Luftnot. Hier, wenn wir vergleichen Kontrolle HFpEF, wir sehen, dass die Veränderung, also Delta von Herzfrequenz, es ist bei der Belastung ist deutlich weniger bei HFpEF-Patienten. Der Unterschied mit Wedge Pressure ist deutlich höher. Also der Wedge Pressure bei Patienten mit HFpEF steigt, wie gesagt, disproportional an. Das heißt, das ist eigentlich, was letztendlich auch zu Luftnot führt. Schlagvolumen nimmt ab, nimmt nicht zu. EF ist es auch in der Regel, nimmt ab bei diesen Patienten bei der Belastung. Veränderung in Diastolic Volumen ist es unverändert. Das Problem ist oft mit der Systolic Volumen. Das ändert sich nicht so viel, weil das Herz halt so steif ist und das Cavum sehr klein ist. Und letztendlich, wenn wir das hier zusammenfassen, chronotrope Inkompetenz und systolischer Defizit, was wir hier auch gesehen haben anhand Schlagvolumen und Herzfrequenz und so, führt dazu, dass die Patienten Anstieg des Wedge Pressure haben und letztendlich zu Luftnot, zusätzlich zu den anderen Pathophysiologien, die ich gerade präsentiert habe. Gibt es Fragen bis jetzt? Obeide und Hassam, ich glaube, du kannst weitermachen. Diagnose. Wie machen wir die Diagnose bei diesen Patienten? Ist es wichtig, dass diese Patienten, also das ist ESC Heart Failure 21, Guidelines, ohne Symptome gibt es auch keine Herzinsuffizienz. Also die Patientin muss Symptome haben oder Zeichen von einer Herzinsuffizienz. Die Pumpfunktion des linken Ventrikels, wie gesagt, ist erhalten. Per Definition, das sollte mindestens 50 oder höher sein. Und die Patienten brauchen einen objektiven Hinweis für strukturelle und oder funktionelle Herzanomalien, die auf eine diastolische LV
Dysfunktion oder erhöhten LV-Füllungsdruck hindeuten, einschließlich erhöhter also NT-proBNP. Also was ich am Anfang auch gesagt habe, also es sind mehrere Kriterien, ich zeige nochmal solche Kriterien, also die Wanddicke, das Volumen des linken Vorhofs, die E zu E-Strich, das sind Kriterien, die wichtig für die Diagnose mit für Patienten mit Herzinsuffizienz und erhaltene Ejektionsfraktion. Die Amerikaner zeigen das auch so das Gleiche. Sie sagen aber, ich denke, es ist ein Schritt weiter. Evidence of spontaneous or provocable increase in LV filling pressure. Also das heißt, in Ruhe oder unter Belastung. Und das ist auch wichtig. Und ich komme nochmal gleich dazu, warum das ist wichtig ist. Und wenn wir jetzt zu derselben Fallpräsentation gehen und zeigen jetzt die E zu E-Strich hier von 9, das war nicht in der ersten Präsentation, und LAVI, also Left Atrial Volume Index, 40 Milliliter pro Quadratmeter oder zu Quadratmeter, das ist laut Leitlinie dilatiert, wenn man kein Vorhofflimmern hat. Und die Grenze ist 34. Die Frage, reicht das jetzt auch, um eine Diagnose mit HIFBIF zu machen? Tatsächlich, das ist nicht so einfach mit HIFBIF. Also es gibt zumindest ein Kriterium hier erhalten. Das ist minimal erhöht. Und weil die Diagnose nicht so leicht ist, dann gab es unterschiedliche Scores. Es gibt einen Score bei den Amerikanern und einen Score bei den Europäern. Und hier bei den Amerikanern zum Beispiel, die Komorbiditäten spielen eine wichtige Rolle. Adipositas zum Beispiel hat 2 Punkte, Hypertension hat 1 Punkt, Atrial Fibrillation, Vorhofflimmern hat 3 Punkte sogar. Es ist sehr häufig mit HIFBIF-Patienten. Und wenn pulmonale Hypertonie vorhanden ist, das hat der Patient 1 Punkt. Das Alter hat auch 1 Punkt, ab 60. Das ist auch die Erkrankung des Alters oft. Also mit 40 habe ich wirklich keinen Patient mit HIFBIF gesehen. Oder Patienten und Füllungsdrücke, also E zu E-Strich, ja, das ist auch ein Punkt. Und dann macht man einen Score, und dann, wenn der Score 0 oder 1, dann hat man keinen HIFBIF. Wenn der Score 6 bis 9, also ist es sicher. Und dazwischen ist es was oft so, 3, 4 Punkte. Was machen wir bei diesen Patienten? Der andere Score, der Europäer, ist es noch genauer, mehr Details, also E-Strich. Also wenn die, ich weiß nicht, die Kollegen, die jetzt online sind, wahrscheinlich sind von unterschiedlichen Level in der Ausbildung oder Weiterbildung, vielleicht am Anfang, vielleicht schon Fachärzte, ich weiß es nicht. Kurz zu erzählen oder zu erklären, was ist E-Strich? E-Strich, also machen wir vom Septum und Lateralwand des linken Ventrikels. Dieser E-Strich ist Tissue-Doppler, und das misst eigentlich die Geschwindigkeit des Gewebes, ja. Also wenn das Herz zu steif ist, bewegt sich das Herz natürlich langsamer. Das heißt, das Gewebe bewegt sich Richtung Cursor sozusagen, etwas also longitudinal, ist die Bewegung weniger. Also E-Strich geht nach unten, ist es dann ein Hinweis auf diastolische Dysfunktion. Okay? Und E, was E zu E-Strich, also dieser E, was wir hier sehen, ist die Geschwindigkeit des Blutflusses durch die mitrale Klappe. Und dazu komme ich gleich, okay? Und ansonsten haben wir hier besprochen über Volumen des linken Vorhofs, über Left Ventricle Massen Index, also wie dick das Ventrikel an sich, der Ventrikel an sich, und die NT-proBNP-Werte hier sind unterschiedlich, ob jemand Vorhofflimmern hat oder Sinusrhythmus. Also, بالمختصر المفيد بالعربي, المرضى اللي عندهم سكور متوسط غير واضح, هذول بدهم تدقيق إضافي. هيموديناميك إكسرسايز تيست. يعني يا بنعمل لهم مثلا عنا قسطرة غشتهاس كتيرة أنتزوخونك أو يعني إذا طلعت بالإمغوة كافي أوكي. إذا لا بنعمل لهم مثلا هاند جريب ولا فاعد أنتزوخونك بحيث نشوف إذا راح يرتفع الوجه برشم. هذا الشيء نفسه كمان ممكن عمل بنشت إنفزيفة ميسونج يعني بالإشو كارديوغرافي. أوكي. الفكرة هون إنه كثير في مرضى بيجوا لعنا وبيقولوا انه نحن عنا لفت نوت بايدا بيلاستونج اوكي نحن شو بنعمل بعدين نعمل ايشو بالغوة انغوة ومنقول لهم اوكي كل شيء تمام الفكرة هون انه يعني بين باتسيانتن
Belastungsdysmö haben. Wir können nicht ausschließen, dass sie HFpEF haben, wenn wir die Messung in Ruhe gemessen haben. Das heißt, wir müssen diese Patienten belasten, um zu schauen, wie das ist wirklich unter Belastung. Also in anderen Worten, bei den Patienten, die ich präsentiert habe am Anfang und alle anderen Patienten, die zu uns kommen und sagen, wenn wir uns belasten, wir haben Luftnot. Wir können nicht ausschließen, wenn sie erhaltene Pumpfunktion haben, dass sie HFpEF haben, wenn wir sie nicht belastet haben. Okay? Also die Belastung dann spielt eine wichtige Rolle, um genau zu die Situation zu schaffen, die sie auch, wo sie sagen, wir haben Luftnot. Und das heißt hier unter, also letztendlich, der historische Belastungsdysmö. Und das kann mit Echo sein, das kann mit Spiroergometrie sein, aber natürlich brauchen wir Bildgebung dazu, also Spiro plus Echo oder hemodynamische Messung im Katheterlabor. Und das ist, ist es wirklich so, ich habe jetzt in Leipzig vor 2 Monaten, Anfang Juni, nicht mal 2 Monate, einen Vortrag gehalten im Echo-Symposium. Es ging um diastolische Stress-Echokardiographie. Das machen wir auch in der Klinik nicht so oft, aber ehrlicherweise, das sollte man schon machen, wenn man in Ruhe nicht ausschließen kann, ob die Patienten HFpEF haben oder nicht. Hier ist auch wichtig, die E- und E-Geschwindigkeiten steigen proportional bei Patienten mit normaler Myokardrelaxation. Also wenn man ein normales Herz hat, bei der Belastung E- und E- steigen gleichmäßig. Das heißt, E zu E- bleibt auch unverändert. Aber E-Geschwindigkeit bei Patienten mit abnormaler Myokardrelaxation, also wie gesagt, bei HFpEF, wo das Herz steif ist, dann steigt die E- nicht. Das heißt, E zu E- wird dann höher. Ja, und das ist einer der wichtigsten Parameter, die uns zeigen, dass die Patienten HFpEF haben. Und das ist bei der Belastung. Wenn wir uns fragen, welche Patienten stellen die Zielgruppe da vor einer Stress-Echokardiographie, also der Diastolik-Stress-Echokardiographie. Hier geht es nicht um die Wandbewegungsstörung. Es geht hier darum, dass wir beweisen, ob die Patienten diastolische Dysfunktion haben, weswegen sie dann Luftnot haben. Also ja, eine andere تغيرات بالوظيفة الانبساطية للقلب وهي غالبا بتكون السبب لضيق النفس طبعا. هون في recommendations من الامريكان و American Echo Society و European Echo Society recommendation للدورشفورم من الديستول الشترس الشكادوغرافي. Sie haben so ein paar Seiten geschrieben. Auch die deutsche Community sozusagen mit Professor Hagendorf und die anderen Kollegen haben auch so ein bisschen was geschrieben, aber wirklich sehr wenig im Vergleich zu den anderen. Letztendlich, wenn wir, wie gesagt, bei Patienten mit ungeklärter Belastungsdysmie oder subklinischer diastolischer Dysfunktion, zum Beispiel diabetischer Kardiomyopathie, hypertensive Kardiomyopathie, Heilmörder in den Kandidat. Belastungsdysmie, die nicht durch die Variablen der systolischen und der diastolischen LV-Funktion in Ruhe erklärt werden können. Also, wenn wir eine Echo schaffen, in Ruhe 55, Lorif al-Inqibadi, Vorhofer sind ja nicht gerade relatiert zu 40, mit dem Beispiel, und E zu Österreich 8 oder 9. Aber die Patienten haben Luftnot und zum Beispiel, man hat auch gecheckt, dass die Lungenfunktion normal ist, dass der Patient oder die Patientin kein Hämoglobin von 4 oder 5 haben, also keine starke Anämie, also alle Ursachen, die Luftnot haben. Und das heißt, wir haben die Differentialdiagnose von Dyspnoe bearbeitet und wir haben das alles ausgeschlossen, trotzdem erhaltene Pumpfunktion, aber noch nicht ganz klar. Also wenn E zu E' 15 zum Beispiel ist und die Vorhofer sind 45, und Antibiotika-B 3000. Okay, das sind schon 4, 5 Kriterien. Dann muss man keine Stressuntersuchung machen. Das ist schon sicher. Wenn wir hier weitermachen, die am besten geeignete Patientengruppe vor diastolischer Belastung ist die Gruppe der Patienten mit diastolischer Dysfunktion Grad 1, die auf einer verzögerten myokardialen Relaxation und einen normalen mittleren LA-Druck in Ruhe hinweist. Okay? Im Allgemeinen müssen sich Patienten mit völlig normalen Herzen und der diastolischen Funktion in Ruhe
bei erhaltener Estrich, also über 7 Septal, sagt man, ist normal und über 10 lateral ist erhalten. Also wir brauchen keine Belastungsuntersuchung. Also das heißt, also mein Ziel ist jetzt nicht, dass wir alle Patienten stressen oder alle Menschen, die nicht mal Patienten sind, stressen und sagen, okay, jetzt ist alles normal, aber das kann vielleicht doch HFpEF sein, dann machen wir noch eine Untersuchung. Das muss nicht sein, okay? Also wenn die Relaxationfunktion des Herzmuskels, also wenn der E-Strich wird, ja, das ist die Gewebegeschwindigkeit, wenn die normal ist, also über 7 Septal und über 10 lateral, und sonst alles sonst normal ist, dann brauchen wir keine Belastung. Und das, dann dieser Patient hat wirklich keine HFpEF, okay? Das sind hier Beispiele. Also bei dieser Diastolestress-Echokardiographie, was macht man hier? Man misst E und A und sehen wir hier die Belastung 25, 50, 75 und auch E zu E-Strich. Denn das ist E-Strich, also die erste Welle ist E, A und E-Strich, A-Strich. Und das A-Strich ist oft mit der B, also Welle, mit, wenn wir EKG schreiben, also Kontraktion vom Vorhof. Ja. Und parallel schreibt man die Geschwindigkeit von der Tricuspidalklappeninsuffizienz. Okay, also wenn wir die TI haben, wir machen den Cursor drin, im Jet idealerweise und nicht so groß im Winkel, ja, dass wir ein gutes Signal bekommen. Und wir sehen hier bei diesem Patienten Baseline 25 Watt, 50 Watt, 75 Watt. Also das steigt. Also das heißt, der Füllungs- bzw. das Signal von der Tricuspidalklappeninsuffizienz steigt, okay? Und was wir auch sehen allerdings hier, dass der E-Strich steigt auch mit. Also das ist schon eigentlich ein gesundes Herz. Wir sehen hier auch, dass es etwas steigt, ja? Aber der E-Strich steigt nicht. Also so kann man differenzieren, welche Patienten haben HFpEF und welche Patienten haben kein HFpEF. Das kann sein, dass es jetzt im ersten Blick sehr verwirrend ist, wenn man noch selber kein Echo gemacht hat. Aber wenn man schon drin ist, das ist wirklich dann ganz leichte Sache zu machen. Also ist etwas aufwendig, aber kann man gut realisieren. Und diese Signale oft sind machbar bei Patienten, die Herzinsuffizienz haben. Das Problem allerdings, das ist vielleicht für die Kollegen, die doch Echo machen, wenn die Patienten mit der Herzfrequenz steigen bei HFpEF, durch diese Steifigkeit, fusionieren sich E-Strich und A-Strich oder E und A. Also sieht man nur eine Welle und das kann man auch dann schlecht verwerten, wo ist E und wo ist A. Also das ist eine Delimitation. Deswegen, man sollte das so ungefähr mit Herzfrequenz von 100, 110 machen. Danach ist schwierig. Aber auch wenn die Patienten mit der Untersuchung fertig sind, sogar 2-3 Minuten danach, wenn man einen Hinweis auf diastolische Dysfunktion hat, bleibt dieser Hinweis. Das heißt, auch wenn Sie mit der Belastung fertig sind, wir können dann die Echobilder machen, 2-3 Minuten später, und dann sehen wir, ob die Patienten HFpEF haben oder nicht. Okay, wie können wir den Test auswerten? Die diastolische Stress-Echokardiographie ist definitiv normal, also die Patienten haben kein HFpEF, wenn das septale E zu E-Strich in Ruhe und unter Belastung kleiner 10 ist. Also wenn es in Ruhe kleine 10 ist, dann können wir nicht wirklich ausschließen, wenn alle anderen Punkte nicht vorhanden sind, aber nach der Belastung ist Ausschluss, also kein HFpEF. Und die Spitzengeschwindigkeit der Tricuspidalklappeninsuffizienz kleiner 2,8. Also das denke ich so ungefähr ist 30 von der Pulmonal-Arterialdruck. Der Regel ist dieser Wert zum Quadrat und davor ist 4-mal diesen Wert. Ja? Okay, also wenn beide Werte so wie hier beschrieben sind, dann ist der Test normal und der Patient oder die Patientin kein HFpEF haben. Der Test aber ist positiv, wenn alle drei folgenden Kriterien während der Belastungstest erfüllt sind. Die Kriterien sind E-Strich-Septal, also wenn wir die E-Strich-Welle am Septum nehmen, über 15 oder das durchschnittliche E-Strich, also wenn wir Septal und Lateral messen, über 14, also beziehungsweise hier beide, nicht und oder, sondern das und das müssen vorhanden sein. Und die Geschwindigkeit über 2,8, ja, von der Tricuspidalklappeninsuffizienz bei Belastung. Und entweder die septale E-Strich kleiner 7 oder die laterale E-Strich kleiner 10 bei Studienbeginn beträgt. Also wenn diese Kriterien vorhanden sind, dann haben unsere Patienten in diesem Fall HFpEF. Also etwas komplex, aber ist wirklich wichtig. Und warum ist das wichtig? Also weil wir auch mittlerweile Defoterapien haben. Dazu komme ich gleich. Okay?
Aber wenn wir HFpEF haben, hier sind 4 Bilder von dicker Herz. Ja? Jedes Herz ist dick und steif. Und jetzt die Frage, was ist die Diagnose hier? Ist das alles HFpEF? Wir machen Strain-Analyse. Und das ist die Kollegen, die noch nicht im Issue waren oder noch nicht Issue machen. Ich bin mir nicht sicher, also das hätte ich auch am Anfang fragen müssen, ob alle Kardiologen sind oder wie weit in der Ausbildung. Aber ich erzähle nur kurz, wie man Strain macht. Man braucht 4-Kammer-Blick, 2-Kammer-Blick, 3-Kammer-Blick. Okay? Und man macht im Prinzip Tracking so für das Endokard, für das Herzmuskel sozusagen. Und normalerweise, die neuen Geräte sind so modern, dass sie uns die Punkte geben und sagen, okay, einverstanden, dann macht man okay, automatische Messung und dann bekommt man das Bild. Normales Muster ist alles rot, ja, und normales Wert ist über minus 16 beziehungsweise über minus 20. Aber wir sehen hier, das ist unterschiedliche Muster. Also das zum Beispiel ist nur rot im Zentrum und Zentrum ist Spitze. Das ist die Spitze des Herzens, ganz oben. Und das kann man beschreiben als Cherry on top. Ja, und hier sind unterschiedliche Muster. Und was ist die Diagnose? Ja, das ist natürlich reicht nicht Issue, aber es gibt so typische Muster. Letztendlich dieser Patient, der erste war Fabry, der andere war Amyloidose. Das ist ein sehr typisches Muster für Amyloidose. Hier haben wir hypertrophe Kardiomyopathie mit hisseptaler reduzierter systolischer Funktion. Ist üblich bei diesen Patienten. Und der vierte Patient hat hypertensive Herzerkrankung. Ist alles rot, aber trotzdem das Herz ist dick. Und genau, also wir sehen, dass das HFpEF ist nicht nur HFpEF. Das HFpEF kann so viele unterschiedliche Krankheiten in sich haben. Deswegen ist auch, wenn wir dann die Diagnose für ein HFpEF gemacht haben, sollten wir nicht aufhören, sondern weiterdenken, kann auch was anderes sein. In der Regel, wenn zum Beispiel die Septumdicke über 15 ist, der Definition, das ist hypertrophe Kardiomyopathie. Okay, und da muss man auch in der Familie suchen und so weiter und so fort, ob jemand anders die Erkrankung hat. Und das ist in der Regel nicht nur durch hohen Blutdruck. Kann sein, aber ist es dann, die Wahrscheinlichkeit nimmt ab, wenn es noch 20 ist zum Beispiel. Wenn es zu dick ist, dann denkt man eher an Amyloidose oder vielleicht Fabry, wenn es fortgeschritten ist. Vorhin habe ich gesagt, wir haben Therapien, wir haben Möglichkeiten. Bis vor kurzem, das war von 2016, sogar bis 2020, wurden viele Mittel getestet, auch ACE-Hämmer, Beta-Blocker, also Angiotensin-Rezeptor-Blocker, sogar Entresto wurde alles getestet und war alles nicht positiv. Alle Trials und Studien, die durchgeführt worden sind, waren nicht signifikant. Also das heißt, war kein ausreichend Evidenz, dass diese Medikamente Patienten mit HFpEF helfen, um die Prognose zu verbessern. Und deswegen war auch die Empfehlung in den Leitlinien von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, Herzinsuffizienz 2016 und auch 2021 genau identisch. Hier ist nur Englisch und Deutsch, aber es ist das Gleiche. Man sollte Ätiologien, also man sollte Screening auf Ätiologien der Komorbiditäten im Prinzip. Also wenn wir zum Beispiel Schlafapnoe finden, sollten wir das behandeln, wenn wir Vorhofflimmern, auch das Gleiche. Und natürlich symptomatische Therapie mit also Diuretika halt, ja? Also Torazimid, Furosemid und so. Aber wie wir, okay, kosten das zu, die Amerikaner allerdings haben das Gleiche im Prinzip geschrieben, auch mit SGLT2-Inhibitoren, was ich gleich dazu komme, aber sie haben auch unterschiedliche Empfehlungsgrad für ARNI und MRA und Angiotensin-Rezeptorblocker. Und das ist alles basierend auf Post-Hoc-Analyse. Also das heißt, die Studien waren dafür nicht gebaut, also die randomisierten Studien, die durchgeführt wurden, haben unterschiedliche Primary Endpoint, das wurde nicht erreicht und das heißt, die Studie war negativ, aber dann haben sie Subgroup-Analysen oder Post-Hoc-Analysen gemacht. Das ist aber eigentlich, dafür gibt es keine Evidenz. Diese Daten, die nicht als primärer Endpoint in der Trials gelten, als Hypothesis-Generating Data. Das heißt, das sind Data, die wir brauchen, um eine Hypothese zu generieren, die wir dann in einer weiteren Studie bestätigen können oder auch nicht. Okay? Also letztendlich, das ist richtig, das ist auch richtig,
Und die SGL2 Inhibitoren gab es dann die zwei Studien, die wir jetzt alle so viel und so oft davon gehört haben. Deliver bei HFpEF und Imbero Preserved auch bei HFpEF. Dabeglufloxacin, Imbeglufloxacin bei der Patientin über EF über 40, also HFpEF und HFmrEF. Die primäre Endpunkt, die waren kombiniert von kardiovaskulärer Tod und Hospitalisierung aufgrund einer Herzinsuffizienz. Okay, also wenn das erfüllt ist, dann hat man einen Punkt, und wenn man tot ist, hat man einen Punkt. Also das heißt mit kombiniert. Ja, einer von den beiden reicht, um ein Event, also heißt in den Studien schwacher Event, zu dokumentieren. Okay, das Gleiche war bei Imbero Preserved. Und wie wir alle mitbekommen haben, okay, kurz zur Randomisierung, hier ist 10 Milligramm Placebo, also versus Placebo, 10 Milligramm Imbeglufloxacin versus Placebo, 28 Monate Follow-up-Zeit, 26 Monate Follow-up-Zeit, über 6.000 Patienten randomisiert, fast 6.000 Patienten randomisiert, also sehr vergleichbar. Und die Ergebnisse haben die so oft, wahrscheinlich habt ihr alles so gehört, waren positiv. Das heißt, der primäre Endpunkt wurde erreicht. Das heißt, wenn man Dabeglufloxacin verschreibt im Vergleich zu Placebo, hat man ein 18% Risikoreduktion. Okay? Das ist Hazard Ratio 82, dann macht man 1 minus 82, das sind 18% Risikoreduktion. Und hier sind 21% Risikoreduktion. Wenn man Imbeglufloxacin oder Dabeglufloxacin bekommt im Vergleich zu Placebo. Also wir haben auch vor dieser Patientin Medikamente, die die Hospitalisierungsrate reduziert und die Lebenserwartung verlängert. Also ist es nicht mehr egal, dass man HFpEF hat oder nicht. Früher hat man immer gesagt, okay, und was soll ich jetzt machen? Hat HFpEF. Okay, es gibt nichts. Nein, es gibt mittlerweile was. Hier ist eine Meta-Analyse, die zeigte, egal welcher EF, also von 41 bis über 60, die Medikamente Imbero und Imbeglufloxacin und Dabeglufloxacin helfen. Okay? Training verbessert die Belastbarkeit und echokardiografische Parameter bei Patienten mit HFpEF. Also das ist das nicht nur die Tabletten helfen, also SGL2-Inhibitoren sind bewiesen, aber auch ich habe noch zwei Folien am Rücken und dann bin ich fertig. Das Ausdauertraining ist es auch zu empfehlen bei diesen Patienten. Hier ist eine Studie, die in Deutschland durchgeführt von Frank Edelmann aus Berlin. Und da hat man gesehen, wenn diese Patienten trainieren, dann haben sie Verbesserung in der Maximalsauerstoffaufnahme, in der Spiroergometrie, und sie haben Reduktion bei diesem Wert E zu E'. Und Veränderung des, also LAVI, links arterieller Volumenindex. Okay. Was können wir noch vor diesen Patienten tun? Also die kompensieren die kompensieren oft, sie haben erhöhte Mortalität. Ihr habt alle gehört von jetzt so zunehmende Anwendung von Remote Monitoring, von Telemedizin bei diesen Patienten. Es gab viele Studien. Champion ist einer davon bei CardioMIMS. Das ist ein Sensor, kleiner Sensor, was man in der Pulmonalarterie implantiert, und dann der Patient oder die Patientin machen jeden Morgen eine Messung, die zu uns, also remotely sozusagen, geschickt wird, und dann gucken wir die Werte von Pulmonaldruck kontinuierlich. Okay? Und jetzt gab es auch Monitor-HF-Studie, das ist auch eine Studie, die dann in den Niederlanden durchgeführt worden war, und das hat auch genauso gezeigt, Patienten, die mit Remote-Monitoring kontrolliert worden sind, haben weniger Ereignisse, also sie sterben weniger und sie kommen weniger ins Krankenhaus wegen kardialer Dekompensation. So, Zusammenfassung. HFpEF ist die häufigste Form einer Herzinsuffizienz. Die Komorbiditäten sind häufiger bei Patienten mit HFpEF verglichen mit HFrEF und HFmrEF. Die erhöhte LV-Füllungsdrücke, die reduzierte lysotrope und ionotrope Reserve sowie die chronotrope Inkompetenz sind hauptsächlich für die Symptome bei Patienten mit HFpEF verantwortlich. Bei HFpEF immer an die Differentialdiagnosen, Phänotypes denken. Und mit SGL2-Inhibitoren beginnt eine neue Ära in der Medikamentosentherapie für Patienten mit HFpEF. Remote Monitoring
für Patienten mit Herzinsuffizienz und insbesondere Patienten mit HFpEF führt zu der Reduzierung der Hospitalisierungsrate aufgrund einer Herzinsuffizienz. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Vielen Dank, einen tollen Vortrag. Du hast alles super dargestellt, Hämodynamik, Ursachen, Diagnosen und Therapie. Und wichtig, wie du gesagt hast, dass es man, wenn man jemand mit Luftnot ins Krankenhaus kommt und hat normale systolische LV-Funktion, dass wir nicht direkt sagen, dass der Patient keine Herzinsuffizienz hat, sondern müssen wir weiter suchen, schauen mal, ob er diastolische Funktion hat oder LA groß ist und ISNT pro BNP. Es gibt jetzt eine Frage, Tarek, kann ich direkt anfangen. تذكرت انه ال LA 40 هو بالسانس رزم متوسع. اذا المريض ما عنده خوف لمان، طب اذا عنده خوف لمان شو القياسات اللي ناخذها؟ اذا عنده خوف لمان بعتقد الجراند سفير 40 بالجايد لاينز تبع الاي اس سي هارت فيلير. الرقم بيكون اكبر يعني بشكل طبيعي 34 اذا كان سينوس ريتموس وبعتقد الرقم هو 40. تمام مثل ما قلت انت هي فكره كلها انه دياجنوز بيعتمد على السكور صار يعني انت بشكل عام اتس نوت نو اين باراميتر يعني دو بوك في شيء دين في عامل مثل انت سواء الامريكانش ولا يوروبيش سكور فحسب السكور فانت تقرر انه المريض عنده فبتشوف مو مش لو عنده اللارجمنت تبع الفوهو في عندك الهيبرتروفي في عندك الماس اندكس انتي برو بي ام بي ليش ليش تريش وندان كمان نشاهد من دلوقتي هيف بي فهم نحن عنا بالكلينيك يعني ستاندرد نستخدم ال HFA بيف سكور بس على هيف بيف واحد كمان نفس الشخص السائل شو بفيدنا سريريا معرفة الجراد تبع الدياستوليش ديس فونكسيون سمعت انه بطل استخدام هالشيء ممكن يفيدونا اكثر بهالشيء هلا سؤال حلو الفكرة إنه يمكن تطبيق سريري ما كثير إله يعني إذا واحد عنده جراد أينس ولا تساي ولا دغاي عنده هيف بيف باك تعالجه أوكي تعطيك بس فكرة يمكن أكثر عن البروغنوزة يعني المرضى اللي هني فوق كشرتنا فوق هيف بيف هم عندهم ريستركتيفس مستا فهذولي غالبا البروغنوزة تبعهم أسوأ بس للعلاج وللتدبير السريري ما في اي فرق. هلا في الهادي بده يسال سؤال، تفضل هادي. الهادي ما فيك فيك بس تكبس الميكروفون عشان تسمع. تمام يعطيك العافيه دكتور طارق ويعطيك العافيه دكتور عمر على المحاضره القيمه، في عندي سؤالين. بالنسبة للشبيرو إيركومتري في إتابلير تيفيرتي مشان ديجنوز تبع الهيف بيف ولا بس إنه يعني أورينتيرونج ونتازوخونج يعني ما إنه مثل إيش مثلا إتابليرت ولا في شيء فيرتي معينين أو في شيء ستاندارت يعني فيرتي إنه نقول مثلا من هالحد من هالفاو أوتس فاي لا هون صار عندنا كذا من الهي السؤال الثاني الامريكان مثل ما حكيت حضرتك ومثل ما في الاكسبيرت كونسنسس بيبر بال 2023 كمان صايرين حتى بالهيف بيف اذا البوم فونكسيون اقل من 15% عم يميلوا اكثر انه يعطوا الـ يعني الادويه اللي بنعرفها الارني ولا الام ار ا ولا الهي يعني عند دكتور عمر مثلا دكتور طارق بالكلين كيف عم تتصرفوا يعني عم تكونوا اكثر يعني ليبرال اكثر ولا لا بصراحه يعني بس بالاس كي ال تي 5 وبالنسبه هو سؤال ما هو متعلق مباشره بالهيف بيف بس اكثر بالهيف متمسك شريط تصير تي اف كيف عم تتصرفوا كمان يعني شو باي ثيرابي عم تبلشوا مثلا اذا عم يجي مريض هيرسنس اوف سنس بوم فونكسيون بين 40 و 45 يعني هي الجراو زون يعني مثلا هو تيوريتش ام ار اي اف بس انه الميديكامنت او الميديكاسيون عم بلشوا بس بالاس جي ال تي هما هلا غالبا بعرف المرضى بيكون عنده ارتيريال هيبرتونيه فبيحتاجوا يعني زوفيزو يعني انتي هيبرتنسيف ثانيه وبس وشكرا جزيلا. شكرا للاسئله الحلوه كثير اسئله كثير مفيده. بصراحة السؤال الأول هو الشبيرو إرغومتري ما بيعطيك دياجنوزة
السبيرو ارجومتري هو بيفرجيك الوظيفه يعني التداخل القلب والرئه والعضلات اذا بدك تقول بيعطيك هو هينفايس بيعطيك هينفايس انه اوكي دايجنوز المشكله بالقلب او المشكله بالرئه او المشكله بالتريننج كونديشن ما بيعطيك بس انه هذا مثلا هيف بيف ولا لا بس في مثلا بيبر نشر جديد من كم شهر في ببلجيكا عيادي او مشفى عاملين عياده دوسبنا اسمها دوسبنا كلينيك فهذول الجماعه بيعملوا كومبينيات ايشو مع سبيرو ارغومتري يعني سبيرو ارغومتري لحاله ما بيعطيك دايجنوزا بيعطيك توجه بس اذا بتعمل معه الايشو كارديوغرافي الفيرتا اللي بتحصل عليهم بغلي من بشكل موازي من السبيرو ارغومتري بيساعدوك على الوضع الدايجنوزا مثلا بشبيرو ارغومتري في عندك فيرت سلوب الريسبيراتوري افيشنس يعني هذا بيقول لك كم يعني اذا مثلا كم لتر هواء لازم الواحد يتنفس منشان يعمل اكسبيراسيون لليتر من السي او 2 اذا كان الرقم تبعه 35 وبالطالع او 32 وبالطالع فهو بيدل على هينفايس لبولمونال هيباتوني اوكي بس هذا كمان ما بيعطيك السبب تبع البولمونال هيباتوني بدك تشوف بقيه البارامتر اوكي فهو هذا بس استقصاء مساعد وانما مهم السؤال الثاني للادويه تبع الهيف بيف مثل ما قلت بامريكا الجايد لاينز تبعهم حاطين لهم 2 بي ام فيلون هلا كان لي الحظ اني شارك ببيبر هلا رح يطلع قريبا هيف بيف كونسنسوس بيبر بدويتشلاند فكان في نقاش كثير عن الموضوع انه كيف لازم نعمل التصرف منتبع الاوروبيين ولا منشوف الامريكان بصراحه اذا واحد بده يشوف الايفيدنس بالكلينيكال ترايلز الايفيدنس هو بس موجود عندما تعمل راندوميزيت ستوديا وبتشوف البريميرا اند بونكت ومثل ما حكيت لك انه البريميرا الاند بونكت اللي بهذول الدراسات اللي استخدموا الارني ولا الاتسي هيما ولا الانجيوتنس سبت بلوكر كان غير يعني ما حققوا البرايمري اند بوينت طبعا فمعناتها الدراسي خلص ما فيك توصفها للمرضى اوكي لانه ما عندك ايفيدنس كافي حتى لو كان البي فاليو 0.06 ولازم يكون 0.05 فانت بتقول يعني نوت سفيشنت ايفيدنس اوكي فمشان هيك ما لازم توصفهم الامريكان بصراحه يمكن وصفوهم لانه هذول المرضى بشكله مشكله كبيره لان الواحد ما عارف كيف بده يعالجهم بس نحن بالكلينيك عنا نفس الشيء ما بنوصفهم يعني بشكل يعني شو بصير اذا واحد عنده مثلا ريزيستنت هايبرتنشن اوكي عنده دوايين ولا ثلاث ادويه يعني عنده ثلاث ادويه للهايبرتنشن مع الهيف بيف وعنده كمان هايبرتنشن يعني غير محقق الهدف تبعه فممكن اعطيه سبيرونولاكتون اوكي يعني انا بعتقد انه هذول الادويه ممكن بينفعوا بس اذا بدك تتصرف بطريقه دقيقه على شو الايفيدنس ما فيك توصفهم بشكل روتيني اوكي الهيف امرف التوصيات تبع جمعية القلب الأوروبية معطتهم كلاسة 5A بتوقع A ولا B بس C يعني C انه صحيح يعني هذا انه هو ما في evidence وانما expert in minor وهذا الشيء غالبا بنعمله بس الداتا كانت اقرب يعني الدراسات اللي انعملت اغلبها كانت الاف فيها 45 فمنشان هيك اوكي ممكن هذا الشيء نحن حتى بالكلينيك نتصرف بشكل اكثر هلا انا بصراحه اذا واحد بلتزم كثير بالتوصيات تبع الجايد لاينز اذا واحد عنده اف فوق ال 45 ما بعطيه انترستو مع انه بحس انه هو مليح بس هو هاي الفكره اذا الواحد بده يعطي هاي الشغلات بس لانه بحس بهاي القصه هيك مليحه فهو ابتعد عن الايفيدنس اوكي والخبره السريريه تبعنا كلنا قد ما كنا شايفين 10 ولا 20 ولا 100 مريض مش كافي فهذا هو وجهه نظري طولت بالاجابه حضيف انا شغلي على النقطه طارق هلا بالجايد لاينز مثل ما قال طارق بالاي سي جايد لاينز اقل من 50 40 ل 50 هيف مايل ريديوس ist Classes 5B, يعني kann empfohlen werden, ist empfohlen zu geben, ist nicht, dass man sagt, ist nicht empfohlen. هلا إذا Level 15C, أنا الشيف تبعي بعرف طارق هو كان شارك بالGuidelines, فبيقلنا إنه بالنسبة لنا بالالتاك براكسس ما كان Unterschied, ob das C oder A ist.
wenn du ja, Maris Kilion hier ist es eher nicht im, ist es empfohlen im Sinne von kann empfohlen werden, was hier Maler noch highly recommended. Lachna Standard an ein Morid, aber mit 50 Sachen und Arjun zum Beispiel Hefriz. Nachdem wir noch Big Four. Nachdem wir noch es gilt jetzt rein zu betonen, will all das sind Antagonisten, denn wir können auch nicht mehr sagen, ein Mordal Hef Emref in Emil el Hefriz, ka Phenotype. Ja, hol nach dem Lohnheg. In der Dolis eher kann man machen. Mit dem Amerikaner sowieso, Hef-Emref, Beatum und Hef-Ref-Therapie. Das ist Hef-Pef, Akid, der Tarif für Jungen, man macht die SGLT2-Inhibitoren. مضبوط هو اسهل شغله الهيف بيف يعني اس كي ال 2 انيبيتورن يعني بشكل مباشر وصار عندنا ايفيدنس كيف انه نعمل هالشيء في سؤال طارق مكتوب اذا باتينت مت فور اوف ليمان زوستان nach Klappenersatz und Transplantation wie wird die Echokritien sein شو السؤال مره ثانيه عند Klappenersatz und auch der Herz Transplantation Echo macht einen Unterschied oder nicht die Kriterien für die Herztransplantation. Für die Herztransplantation. Hey, dann du Herztransplantation oder Kunstklappe oder Vorhofflimmern. Ma fi tagyir بالكريتيريا تبع الدياجنوزة بس مثلا بالعادي المرضى اللي عندهم سيفير كلابنفيتسين يعني متغال كلابن دريتن كرادس ولا هيك احيانا غالبا هذول بيعملوا لهم اوسشلوس من الكوهورت تبع الهيف بيف التريكلس بلاك كلاب انسوفيسيانس دريتن كرادس هي غالبا جزء يعني لا يتجزا يمكن غالبا من المرضى اللي عندهم هيف بيف فبالاخر ما في فرق للكريتيريا ما في اي فرق للكريتيريا بالنسبه للمرضى اللي عندهم هيف بيف تمام مثل ما قلنا من الاول هي سكور يعني هي مو شرط لو هي سكور في دكتور بيان وهي بده يسال تفضل دكتور بيان طب بس الميكروفون تبعك اذا فيك سمعنا دكتور بيان بس نحن ما سمعينا ما طالع الصوت دكتور بيان بس لازم توقف الميوت تكبس الميكروفون طيب في سؤال ثاني طارق بال شو تجربتك مع ال SGLT2 inhibitor مع الميتابوليش اسيدوزي اوكي كمان سؤال مهم كثير شخصيا ما شفت ولا حالي بس دائما بس اعطي الدواء للمريض او المريضه بعمل لهم الالف كليرونج يعني مو بس عن الهانفيكس انفكت اوكي لازم الواحد يعمل يعني تدقيق واضح للهجينه تبع الجينيتاليا اوكي بس كمان اذا واحد صار عنده فيبر ولا صار عنده قبه لازم يوقف الاس كي ال 2 انيبيتورن هذا الشيء اللي بيخفف فرصه حدوث الميتابوليش اسيدوز فهذا الشيء مهم الواحد يوصف يحكي مع المريض بس يوصف له الدواء بس انا شخصيا ما شفت اي مريض عنده ميتابوليش اسيدوز هي يمكن سيلتن بس مثل ما المفروض بس من باسينتن sagen يعني اذا عنده انفيك عنده دوشفال عنده حراره المفروض يوقف الاس كي ال 2 انيبيتورن اتوقع هلا ما عندي اسئله ثانيه ما أعرف إذا دكتور بيان إذا بدك فيك تسحب سؤال إذا ضبط الصوت عندها أو تكتب كتابي ما بعرف إذا وصل الصوت ولا لسه لا وصل تفضل تمام كان في مشكلة ما بعرف إن عند يعني ما بقدر الإمكانية إنه أحكي أو أسأل يعني بتوقع المشكلة من الهوست يعني بكتب المضيف هي المشكلة بس ما في مشكلة مهم وصلت الصوت أول شيء بتشكر الدكتور طارق على المحاضرة أنا بالدينس بس كثير بصراحة معلومات ممتازة يعني مقيمة كثير هلا هو سؤالي بس. كان بالاسبوع الماضي كان اجى لعنا حتى على الكلينيك بروفيسور اسمه دكتور فون هايلينغ هو من الاونيفيرسيتيت غوتينغن هيرت سنتروم وهو من هو اشتلفتريت ان سبيشا الاربعه جروب كروش هيرت تروبيتس هلا هو اللي بيحط يعني انه قال لي من القائمين على اللي بيحطوا اللايت لين بموضوع الهيرت تروبيتس ثيرابي بالمحاضرة الأخيرة اللي إله قالنا إنه الأرني أو بال يعني الانترستو حتى زوجة انفولن بالهيف بيف يعني قالنا إنه هيف بيف إنه بنعطى هلا الأرني أو هو حتى راح يعدلوا اللايتيني قريبا وراح يعملوها من زفايبي راح تتحسن قال لي راح يصير مثل أمريكا فما بعرف أنتوا شو رأيكم بالموضوع دكاترة أو حدا سمعني بهالموضوع قال إنه حتى عندنا بالكلينيك نعطيهم الأرني هلا
هو ستيفان فون هيلينغ هو صديقي وكان هو دكتور فاتر تبعي تمام فبعرفه منيح والفكره هاي بس ما لها علاقه بالجواب بس الجواب هو بصراحه مثل ما حكيت لك بالاول انه ما في ايفيدنس يعني لتغير الجايد لاينز بدك ايفيدنس والايفيدنس تعمله فيك تحصل عليه بس اذا تعمل راندوميزيت ستوديا ديباورت واخر شيء يعني تعمل باور للبرايمري اند بوينت ويطلع اخر شيء تحقق البرايمري اند بوينت تبعك فيك تغير الجايد لاينز هو الفكرة أنه يعني كلنا أنا كنت مثلا مشارك بالوقت ما كنت بينا بعدني بالدراسة اللي عملوها للمرضى مرضى الهف بيف مع الانترستو هلأ طبعا ما بعرف المرضى كانوا يأخذوا بلاتسيبو ولا انترستو بس كان الواحد يحس أنه يقول لك أوكي تحسنت يعني أو إذا مريض بيجي لعندك وعنده انترستو هو عنده هف بيف مع هذا بحس المريض بيقول لك عم تتحسن اوكي بس الفكره منشان الواحد يمتنع عن ممارسه بعض الشغلات من غير ايفيدنس من غير برهان طبي عليها ما لازم توصفه لانه ما في عليه ايفيدنس يعني باي شيء الواحد بده يعمله ممكن يعمله الامريكان حاطين انه ممكن فيك توصفه بس ما في عليه برهان قوي ما في برهان كافي انه بينفع هاي الفكره تماما هو تماما دكتور هو قال انه بامريكا مثل ما تفضلت تراي بي بس قال انه ما في حاليا غير دراسه واحده عليه والدراسات الجايه راح يعني انه بيعملوا هلا دراسات حاليه وقال انا مثلا اكيد بالاي اف من 40 ل 50 اكيد بعطيه فوق ال 50 كمان ممكن تعطيه حق يعني حتى سالته شخصيا يا اوكي ممكن تعطيه اكيد يعني ممكن تعطيه بس هو يعني انت يعني ما فيك تسند ظهرك بإيفيدنس قوي عرفت كيف يعني تمام. بين الأربعين والخمسين الجايد لاينز قالوا أنه ممكن تعطيه بس فوق الخمسين بأوروبا لسه. ما في أي نصيحة وبأمريكا النصيحة تبعاً بصراحة هي نصيحة ضعيفة علمية إذا بدك لأنه هي الأبدان سمو موجود علي بس نعم فانت النقطة هي لتهلفي حيطلع هارت فيل أبديت حيطلع هلا بيبر من الـ ESA Heart Failure Association update the guidelines حيعدوا فيها recommendation وهم recommendation هتعدل هي تاع الاسكيل تي ساين بتوارد تمام هو هي نقطه تمام بالنسبه للارني لتاريخ اليوم هي الباراجون اتش اف ترايل اللي هاد دي تبون كان مثل ما طارق نيجاتيف بس مثل ما بيعرف طارق في هلا دراستين جداد الان بوند الباراجلايد وزو هن درسوا الارني بالهيف بيف بيشنتس بس هن شافوا ما شافوا هارد ان بوينتس ما حكوا على الهوسبيتاليزيشن ولا حكوا على المورتاليتي هني حكوا على ليبنس كواليتيت على 6 مينيت ووكس تيست وهالشغلات فكانوا هني بوزيتيف لحتى عملوا بول اناليسيس لكل الترايل ولو انه فعلا في بنفيت من الارني بس ما مو للهارد ان بوينت وبشكل عام حتى اي دواء ياخذ كلاس 1 ريكومنديشن بالجايد لاينز لازم يكون درس الهارد ان بوينت سي لازم يكون درس الهوسبيتاليزيشن للهارت فيلير ودرس المورتاليتي فلهتاريخ اليوم بتاريخ رح ما نحكي هلا لسه ما في ما له انفول هلا الابديت حسب علم انا ما بعرف اذا صح ابديت الارني حيعطوا ريكومنديشن بس ما اتوقع بس لا اكيد الهيف امرف يعني انا بقول اي نعطي اكيد للهيف بيف لتاريخ يوم في هلا في عندنا داتا جديده هلا انتشرت بالهارت فيلر كونغرس انه بيفيدنا باللايف ستايل بيفيدنا عفوا بالليفنس كواليتي بيفيدنا بالسيمبتومي بس شبيل كان رولي من the heart endpoint من the mortality هلا حتى هو خبرنا إنه في فورتر قريب أو فورت منه قريب بغوتينغن لدغاي ليندا يعني قال إنه بسويسرا والنمسا وألمانيا راح يعملوا heart interventions جروسة جروبة يعني قال بغوتينغن الشهر الجاي وقال راح يصير فيه كتير تعديلات ما بعرف كلامه يعني ف يعني أنا أكيد إن أنا يعني حاليا في دراسات قوية راح يعدلوها يعني كلام. فما بعرف اكيد دكتور طارق عنده فكره بالموضوع باعتباره بالجروب او مثل ما فهمت يا هلا الواحد بده يشوف النتائج اللي تطلع يعني هلا الحكي هلا بتسالني عن احساسي بحس انه مليح تعطي انترستو بس هو مثل ما بتعرف الطب لازم تعمله على البازيان تبع الايفيدنس مثل ما حكينا انه هلا بين ال 40 وال 50 اوكي فوق ال 50 ما في ايفيدنس تمام شكرا كثير لك دكتور طارق شكرا لكم هلا بك وبالمناسبه انا حبيت اخبركم اللي كنت بدي اكتبه ونسيته ب 18 تشرين الثاني في ميتنج يعني تريفن بماكدبوك هيرث انسوفيسينس سيمبوزيوم انا منظمه مع الرئيس معنا فايتس مثل هيرث انسوفيسينس سيمبوزيوم اني في دراي سيشنز يعني هو يوم سبت بين الساعة 9 والساعة 3 في بالفعل محاضرين
يعني من الأخبي اللي بألمانيا، من برلين، من جينا، من هالة، من جوتنجن. وإذا اللي بيحبوا عنده وقت، 100 أهلا وسهلا. وسامر عم بيقول نصيحة كان السنة الماضية. تمام. هل توقع خلينا نختم وصل الساعة 9؟ تمام. مرة ثانية طارق في نهاية السيشن دانك، يعني صراحة كثير كثير كانت محاضرة حلوة، مثل ما قلت يعني عملت كفر لكل الأسبكت تبع الهيف بيف، من البريفلنس للدياجنوزة للهيموديناميك للثيرابي، وتوقع حتى الأسئلة كانت السيشن كان كثير هيلفايش. ومرة ثانية شكرا كثير لك، شكرا لوقتك، وشكرا لوقتكم كلكم جميعا، حتى وصلنا لكانت 60 تاعي النيمة، اللي رغم يعني يوم احد وبوقت متاخر بهالطقس شاركتوا، وان شاء الله تكون هيك الكل استفاد وللاجتماعات الجايه. عبيده بدك تحكي شيء؟ شكرا. شكرا يا شباب، يعطيكم العافيه. طارق فين اللي بنتانك دول الفتره حبيبي؟ لازم نوزع بوظه، لازم نوزع بوظه. بس حابب احكي نقطه، نحن بفرانكفورت ان شاء الله حابين نعمل مثل لقاء صغير للاربعه جروب، فغيرنا يعني لازم نكون كتار هنيك، فاللقاء حيكون تقريبا على الساعة 12:30 بيوم المؤتمر، فالشباب اللي حابين حيصلكم إيميل منا كلياتنا إن شاء الله، فالشباب اللي حابين يتواجدوا معنا هذا الشيء بشرفنا، وإن شاء الله نشوفكم كلياتكم على أرض الواقع بفرانكفورت. شكرا مني كمان للتنظيم الحلو عبيدة وسامر وحسام كمان، وشكرا لعمر للمشاركة الحلوة دائما، يعني بنبسط بس كون عم نعمل سوا لقاء عمر، وشكرا كثير للمجموعة الكبيرة اللي كانت موجودة، للأسئلة الحلوة بصراحة كمان اللي بعد المحاضرة، وإن شاء الله بنلتقي دائما بالخير ونشوفكم بخير. يعطيكم العافية يا شباب، يعطيكم العافية. مع السلامة.